Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an schnellen Thesen, Garantie nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen, Folge 135 und ich bin wieder heute allein, der Max, denn es geht weiter mit den Abenteuern, du meine Reise durch den Horror-Oktober, The House of Horror-Oktober. Wenn das jetzt die erste Horror-Oktober-Folge ist, die ihr hört, cinecouch.net, da gibt's alle Infos oder hier im Blogbeitrag ist das auch nochmal verlinkt. Der heutige Film ist mein fünfter gesehener Film. Und der vierte, zu dem es hier bei Wiederaufführung den Podcast gibt, Film 5, denn zu jedem Film soll es einen Podcast geben, Film 5, bis das Blut gefriert, The Haunting ist zu hören beim Spätfilm. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, wenn diese Folge hier rauskommt. Also wenn ihr das jetzt ein paar Wochen später hört, dann ist das auf jeden Fall beim Spätfilm zu finden, The Haunting. Heute soll es gehen um A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge. Nightmare 2, Die Rache, in Deutsch in kurz, von Regisseur Jack Scholder aus dem Jahr 1985. Und wie man merken kann an der 2 im Titel, ist es die erste Fortsetzung zu Nightmare on Elm Street, Nightmare, mörderische Träume von Wes Craven, einem der mit wegbereitendsten Filme, Slasher-Filme der 80er Jahre. Und ja, wir sind im Hochoktober, das heißt, ich habe auch wieder geguckt, welche Leute haben diesen Film auf ihren Listen. Und es war nur die Mareike, beziehungsweise Chaosmacherin, die diesen Film auf ihrer Hochoktoberliste hat. Und sie hat auch schon eine kleine Besprechung dazu verfasst. Sie fand, dass Teil 2 so ziemlich ähnlich ist wie der erste Teil, nur in einem sehr langweiligen, auf eine sehr langweilige Art. Das Tempo des Films war viel zu langsam und sie hat sich nicht für die Charaktere interessiert. Sie glaubt nicht, dass das Schauspiel unbedingt schlimmer war als im ersten Teil. Alles in allem war der Film okay, aber nicht in keinster Weise so nah dran an der Größe des ersten Films. Und sie vergibt 2,5 Sternchen. Ja, sonst wie gesagt, keiner weiter, der diese Fortsetzung auf seiner Letterboxd-Liste hat. Musste ich also alles hier wieder selbst machen. Ja, in kurz, Nightmare on Elm Street 2 geht es um Jesse, der mit seiner Familie, das heißt seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester, nach Springwood zieht oder gezogen ist. 5 Jahre etwa nach den Ereignissen des ersten Teils. Was er allerdings erst nach einiger Zeit herausfindet in der Schule, ist, dass das Haus, in dem seine Familie lebt, genau das Haus ist, in dem Nancy gewohnt hat, wo sich also große Abschnitte des ersten Teils des Originals sich abgespielt haben. Und ja, Jesse hat ein großes Problem, denn er schläft ziemlich schlecht, wacht ständig verschwitzt auf, es ist immer überall so ganz doll heiß und ja, relativ schnell stellen wir dann fest, ach, Freddy Krueger ist auch wieder dabei und ja, Jesse muss so einige Sachen mit sich und mit Freddy klären, ehe dann vielleicht ein Happy End anstehen könnte. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht großartig möglich, hier zu spoilern. Es sterben Leute, es überleben Leute, vielleicht sterben sie dann doch und na. Ich persönlich mag diesen Film sehr. Er ist, glaube ich, in der IMDb schon mit einer ziemlich niedrigen Durchschnittswertung versehen. Ich habe jetzt bei Letterboxd gar nicht genau hingeschaut. Mein Gefühl ist, dass viele Leute, die mit dem Film nicht so viel anfangen können, den eher niedrig bewertet haben oder niedrig bewerten. Gerade eben auch im Vergleich zum ersten Teil. Ich hingegen finde das anders formuliert. Also für mich ist das hier quasi mein persönlicher Liebling, auch wenn ich Teil 1 sehr, 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 sehr gut finde und den, glaube ich, auch höher bewertet habe als den zweiten Teil. Aber mein persönlicher Liebling der Reihe ist tatsächlich Teil 2. Denn im Gegensatz zu dem, was Mareike schrieb, ist, finde ich, diesen Jesse-Charakter und das, was er so durchmachen muss, in all den Symboliken und Metaphern sehr, sehr interessant und sehr spannend und kann da sehr viel mit anfangen. Beziehungsweise wahrscheinlich hat mich der Film auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch in so einem Alter erwischt, wo ich so gefühlt ungefähr auch in dem Alter des Hauptdarstellers war. Beziehungsweise in dem Alter der Rolle. Der Hauptdarsteller selbst war da vielleicht schon ein bisschen älter, wer weiß das. Und eben so quasi diese Selbstfindungsphase. Also wir beginnen ja auch mit einer Schulbusfahrt und
Da muss man jetzt nicht zu viel reinlegen, aber das ist für mich auch schon so ein bisschen, eigentlich ist völlig klar, wo es hingehen soll, aber irgendein anderer Erwachsener hat hier jetzt das Lenkrad in der Hand und die Kinder sind quasi orientierungslos und finden sich plötzlich inmitten eines riesigen Abgrundes wieder. Und ich finde das sowohl von den Effekten, die dort in dieser Eröffnungsszene eingebracht werden, sehr interessant, sehr unterhaltsam, als auch dieses Bild, dass man eben eigentlich einen vorgeschriebenen Weg hat oder einen Weg, den man immer wieder folgt. Aber was dann eben passiert, wenn vielleicht doch irgendjemand anders sinnbildlich das Ruder herumreißt und man sich plötzlich irgendwo nirgendwo wiederfindet und selbst gucken muss, wie kann ich mich jetzt neu orientieren oder ich muss mich jetzt neu orientieren, sonst geht es auf jeden Fall nicht gut. Wobei jetzt klar in dieser Situation, die da gezeigt wird, ohnehin ist es sehr schwer wird, denn der Schulbus, mit dem wir gerade mitgefahren sind, ist dann so kurz vor dem Abstürzen und selbst wenn man versuchen wollte, da irgendwie wegzukommen, scheint das nur sehr, sehr schwer möglich. Und das wird, diese Szene wird dann tatsächlich noch so aufgelöst, dass wir anscheinend ein Teil waren, ein Zuschauer waren von Jessys Traum. Später im Film ist das dann alles nicht mehr so immer 100%ig trennscharf. Das kann man dem Film vorwerfen. Ich persönlich, gerade auch noch mit so einem nicht zu weit zurückliegenden Eindruck von Belle de Jour beispielsweise, finde das hochgradig interessant, dass man nicht immer wirklich den Finger genau reinlegen kann und sagen kann, hier fängt jetzt der Traum an, da sind wir jetzt wieder in der Realität. Natürlich ist der Film auch so angelegt, dass das sich vermischt und das so ein bisschen verwischt. Aber das ist eben so, finde ich durchaus reizvoll, dass eben nicht immer ganz genau zu sehen ist oder ausgesprochen und ausbuchstabiert wird. So, jetzt bist du wieder im Traum und jetzt ist wieder real und so weiter und so fort. Ja, was aus meiner Sicht durchaus erwähnenswert ist bei diesem Film, ist, dass bei diesem Anfang, bei dieser Anfangssequenz mit dem Traum greift Freddy zwar zwei Schülerinnen an, aber wir sehen nicht, ob was mit denen passiert oder was mit ihnen passiert. Das ist auch, finde ich, durchaus interessant, denn im weiteren Verlauf des Films sind vor allem Männer die Opfer oder heranwachsende Jungs, während den Damen nicht auf diese Art und Weise irgendwie Schaden zugefügt wird oder sie bedroht werden. Es sind immer die Männer, die hier das Leben aushauchen müssen. Das beginnt mit dem Sportlehrer, gespielt von Marshall Bell, der unter anderem auch in Manhunter dabei war. Einer meiner Lieblingsfilme. Und geht dann eben weiter über Mitschüler. Man könnte dann eventuell ganz am Schluss nochmal so ein bisschen diesen Punkt angreifen, denn da ist dann auch nochmal eine Dame, die körperlichen Spannung ausgesetzt ist. Ja, warum ist das so oder warum halte ich das für so interessant? Ich glaube, es gibt schon mehrere oder mehr als genug Besprechungen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass die Homosexualität hier thematisiert wird. Und ich glaube, es ist auch recht leicht zu sagen, dass immer wenn Jesse eben mit anderen Jungs oder Männern alleine ist und es infolgedessen zu einem Mord kommt, dass man sagen könnte, der Film zeigt, dass Homosexualität falsch ist, die ist eben mörderisch, die führt zum Tod, während die Liebe zum anderen Geschlecht letztlich zu einer Art Erlösung führt und das Böse abstreift und das Böse eben als Homosexualität. Halte ich für nachvollziehbar, diese Interpretation. Und fände das auch nicht gut, wenn es so wäre, weil das ich bin so der Meinung, jeder Mensch soll doch lieben, wen er möchte. Ist doch schön. Gibt doch nichts Schöneres als die Liebe. Nichtsdestotrotz sehe ich das nicht ganz so hart. Ich würde auch sagen, dass Jesse hier halt, wie ich das anfangs geschildert hatte, mit dieser Busfahrt, mit dieser Orientierung, dass er eben sucht, wo er hingehört, dass man eben gerade auch sozusagen in der Zeit des sexuellen Erwachens so, in dem diese Jugendlichen ja noch sind und was quasi Thema Nummer eins ist, dass da eben er sich ja quasi ausprobiert und vielleicht das, was er
was die Gesellschaft vielleicht noch nicht so anerkennt, dass er sich da trotzdem vorwagt und guckt, was ihm vielleicht gefällt oder auch vielleicht auch nicht gefällt. Also ich halte es nicht für Zufall, dass er da dann in diese Bar geht, die sein ja Freund, Feind Grady, was er ihm da erzählt hat über den Sportlehrer, der sich eben in Queer S&M Bars aufhalten würde nach der Schulzeit. Und dass er da auch nicht das Gefühl hat, er müsste sofort wieder abhauen oder gleich gehen, sondern dass ihn das schon irgendwie vielleicht grundsätzlich reizt, einfach das mal sozusagen zu erleben, der Reiz des Neuen, des Unbekannten. Aber da sich das ja immer weiter fortsetzt und danach noch nicht irgendwie weg ist, denke ich, sind da schon entsprechende Gefühle irgendwie bei Jesse vorhanden. Und ja, wie das eben so in der Jugend ist, das Kennenlernen des eigenen Körpers, das ist nicht immer einfach, verläuft nicht immer ganz schmerzfrei für den für sich selbst und diesen Weg zu gehen eben hin zu einem ja selbstbewussten Menschen ist eben hier für mich sinnbildlich eben mit diesen ganzen Morden und so verbunden und dieses auch Ausbrechen aus dem eigenen Körper wird ja ganz stark visualisiert. Die Spezialeffekte finde ich sehr, sehr gelungen. Natürlich sieht man dem einen oder anderen sein Alter an, aber es ist und bleibt wie immer bei mir, dass ich das dem CGI-Effekten durchaus vorziehe und gerade wenn dann auch doch mal irgendwann ein paar Blutfontänen spritzen, ist das schon interessant. Ohnehin spritzt und brennt es hier an allen Ecken und Enden. Überall ist der Druck auf dem Kessel. Ständig gehen Sachen in Flammen auf. Ergießt sich Wasser oder Bier oder sonstige Flüssigkeiten in unter hohem Druck in Strahl durch die Sets und die Gegenden, die so gezeigt werden. Also das ist auch wieder eben sinnbildlich für diese Sexualität. Und ich glaube, ich hatte irgendwann in älteren Folgen immer schon mal erwähnt, Grissom Gang als Film, wo wirklich alles und jeder, selbst das Bild selbst, schwitzt, ständig erwähnt. Und hier in Nightmare 2 ist das ähnlich. Wir haben ständig und immer wieder verschwitzte Oberkörper, meistens männliche. Auch das ein Aspekt, den ich durchaus erwähnenswert finde, dass Jesse sich irgendwann dann doch mal darauf einlässt, mit seiner vermeintlichen Flamme rumzumachen. Ihre Brüste bekommen wir nicht zu sehen oder ihren blanken Oberkörper, wie gesagt, hingegen den diverser Männer schon. Mag sicherlich einerseits an möglichen Rating-Sachen liegen in Amerika, andererseits denke ich, dass das schon nicht völlig zufällig ist, dass wir da nichts zu sehen bekommen. Allerdings muss ich jetzt natürlich auch sagen, ich kann verstehen, wenn manchen Leuten der Film nicht so gefällt. Ich glaube, dass das tatsächlich auch vielleicht so eine Alterssache sein mag. Also das nicht Alter des Films, sondern das Alter, in dem man selbst ist und vielleicht dann eben besser oder schlechter eine Verbindung mit den Figuren herstellen kann. Wäre wahrscheinlich auch interessant, wenn man selbst ein Elternteil ist und Nachwuchs in dem Alter hat, ob man das dann auch noch mal anders sieht. Ja. Ich finde, der Film hat durchaus immer wieder mal Momente großartigen, vor allem auch filmischen, also bildlichen Humors. Die herausstechende Szene in dem Fall ist, wenn Jesse und Grady in den Umkleidekabinen sind nach dem Sportunterricht und eben sich darüber unterhalten, dass Snyder, der Lehrer, ein Stick up his ass hätte. Und ja, der Trainer hört das natürlich mit und dann gibt es nur noch ein Hallo Dirtballs und dann sehen wir wieder einen Schnitt zu der vorher etablierten Szene der Strafliegestütze und das ist hat ein sehr, sehr gutes Timing, diese Szene. Besser als das, wie ich es jetzt nacherzählt habe. Und das kommt so im Film noch so 2 bis 3 Mal vor. Da gibt es dann auch Szenen mit dem Vater, der dann Jesse auch nur 2 Fragen hat. Welche Drogen nimmst du und woher bekommst du sie? Ja, interessant auch, ich hatte es ja schon erwähnt, die männlichen Opfer hauptsächlich, wenn wir dann mal in die Ich-Perspektive gehen in diesem Film, die für mich hauptsächlich quasi mit Halloween verbunden ist. Es gibt ehrlich auch Filme vorher,
Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber gerade jetzt so im Bereich des Slashers, als einer der ersten eben bei Halloween zu finden. Wenn wir dann eben in dieser Ich-Perspektive durch das Haus von Jessys Familie gehen und dabei fast ein bisschen schwindelig werden, weil wir ständig uns im Kreis bewegen, weil es immer noch eine Etage höher geht, kommen wir dann ans Bett der kleinen Schwester und die, der dann natürlich nichts passiert, denn sie ist ja klein, sie ist blond, also sie ist so dermaßen unschuldig. Und auch hier wird sehr interessant eben mit dieser Ebene Traum und Wirklichkeit gespielt, denn während der Ich-Perspektive haben wir durch den Beginn der Szene, wo wir herkommen, auf jeden Fall den Eindruck, na, jetzt sind wir quasi in Freddy Krügers, mit Freddy Krügers Augen unterwegs und auch die Stimme, die dann zu dem Mädchen zunächst spricht, ist eindeutig eben die Fred Krügers, nur um dann in einem Schnitt aufzulösen, dass da doch Jesse am Bett steht. Und wo dann eben, wie gesagt, diese Grenze verwischt zwischen dem Traum und der Realität und welcher Teil ist jetzt noch im Traum oder ist schon in der Realität oder vielleicht auch umgekehrt aus der Realität in den Traum gehüpft. Ja, ich muss jetzt nochmal so kurz abklappern. Also wie gesagt, das mit dem ganzen Druck, der überall herrscht, das Feuer, das ständig und immer wieder ausbricht. Auch das im Finale dann sinnbildlich dargestellt wie ein Phönix aus der Asche mit der Kraft der Liebe. Bezeichnet übrigens aus meiner Sicht, dass das Finale in eine, ich glaube, es ist eine stillgelegte Fabrik, ein Kraftwerk ist oder sein soll. Auch das finde ich, oder in meiner klischeehaften Vorstellung von der Orten der Homosexualität. Ich glaube, bei Simpsons war das diese Folge hier an die Stahlarbeiter Amerikas greift weiter nach dem Regenbogen. Ist also in diesen männlichsten aller Orte oder vermeintlich männlichsten aller Orte dann auch Homosexualität ihren Platz hat oder versteckt existiert. Und eben hier das auch wieder als ein Ort gewählt wird, eben gerade fürs Finale. Und die Erlösung in großen Anführungszeichen bringt dann aber die scheinbar bedingungslose und wahre Liebe zu einer Frau. Und damit kann der Albtraum dann zunächst gestoppt werden. Wie gesagt, da geht dann alles einmal in Flammen auf und dann wie der Phönix aus der Asche, wie neugeboren, kehrt dann da jemand zurück. Denn nun scheint er der selbstbewusste Mensch geworden zu sein, scheint sich orientiert zu haben, seinen Weg gefunden zu haben. Könnte man annehmen, wird dann allerdings, wie gesagt, noch gebrochen mit der Schlussszene. Das kann man entweder als den billigen Schlussgag nehmen, wo dann eben doch nochmal jemand umkommt und so eine Art offenes Ende herrscht. Man könnte aber eben auch, wie eben eingangs besprochen, dass Homosexualität als negativ, als böse dargestellt wird, auch sagen, naja gut, wir haben jetzt angenommen, durch die Liebe hat er jetzt, oder durch die Liebe zum anderen Geschlecht, zu einer Frau, hat Jesse jetzt seinen Weg gefunden. Aber dem entgegen steht ja dann eben dieser vermeintliche Schlussgag, der ja sagt, okay, es ist eben doch noch nicht vorbei. Und das könnte nun entweder bedeuten, oder ich deute das jetzt einfach mal mehrfach, das könnte heißen, Jesse hat sich doch noch nicht final entschieden oder es ist eben ein lebenslanger Weg, den er gehen muss und sich immer wieder neu seine Orientierung versichern muss oder sich dieser selbstbewusst stellen muss und ganz weggehen wird das eben nie. Ja, und das ist eigentlich so mit der Hauptgrund, warum ich diesen Film durchaus sehr interessant finde, auch wenn es natürlich ein günstiges, mit glaube 3 Millionen oder so hatte ich gelesen, produziertes Cash-In ist, bei dem das Studio und die Produzenten gesagt haben, oh, hier können wir eine Reihe aufbauen, hier schieben wir schnell was nach, nicht mal ein Jahr nach dem ersten Teil ist dieser Film erschienen. Also es ist ein Unterhaltungsfilm, ganz klar, da soll ein bisschen gruseln, ein bisschen schrecken, ein bisschen ekeln. Aber vor allem eben sollte das Ding Geld in die Kassen spülen. Ich finde aber trotzdem, dass er, wie eben in den letzten 15 Minuten so gut erzählt, dazu da ist oder mehr bietet als eben diese simple, einfache Unterhaltung und dass da natürlich irgendwelche Werte auch immer transportiert werden. Das haben wir auch schon x-fach bei anderen Filmen hier ausführlich besprochen und so.
Deswegen rate ich dazu, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut doch mal Nightmare 2, die Rache. Oder Nightmare on Elm Street 2, die Rache. Gerne natürlich auch zunächst Nightmare on Elm Street mit Johnny Depp und John Saxon unter anderem. Ja, und sonst bleibt mir erstmal nur zu sagen, weiterhin viel Spaß im Horror Oktober und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.